Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr es hier in der Ecke wahrscheinlich schon erkennen könnt, war ich bei DM Markt einkaufen und wollte euch die Sachen jetzt einfach mal zeigen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen kürzeres, schnelleres Video, weil es ist einfach unerträglich heiß und ich möchte mich ein bisschen beeilen, damit ich mich hier so ein bisschen frei machen kann und dann einfach nur entspannen kann. Und deswegen fangen wir direkt mal an. Ja, wie bei jedem Einkauf habe ich hier zwei Packungen Toilettenpapier von Sanft und Sicher, also DM Eigenmarke. Die landen eigentlich jedes Mal im Einkaufswagen, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Genauso wie diese Zewa-Rollen, da nehme ich immer die bisschen dickeren, die haben dann auch so ein Muster, diesmal ist es gepunktet. Kann man auch gar nicht so viel zu sagen. Und dann habe ich noch mitgenommen Tempotaschentücher, diesmal eine kleinere Packung, weil wir noch welche da haben und die große zu viel wäre. Ja, was glaube ich auch jedes Mal dabei ist, sind die klassischen Denk-mit-Allzweck-Tücher, die feuchten. Die sind ja überall beliebt und ich liebe die auch. Und wir hatten jetzt das letzte Mal welche, weil die leer gegangen sind von Aldi. Die waren günstiger, waren auch mehr drin, aber die sind definitiv besser. Also kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? So, dann geht's weiter. Dann habe ich was entdeckt und zwar sind das von Denk mit feuchte Glasreinigungstücher. Da bin ich echt mal gespannt. Steht jetzt auch drauf für streifenfreie und brillante Sauberkeit. Und so wie das hier auf der Anwendung steht, soll man da einfach nur über die Oberflächen drüber gehen. Und trocken reiben oder mit klarem Wasser drüber gehen braucht man auch nicht. Also einfach nur drüber reiben. Ja, die werden wir mal testen. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich ihren Sinn und Zweck erfüllen, weil Fensterputzen hasse ich. Nur mal so dazu. Ja. Dann habe ich noch mitgenommen zweimal Zahnpasta. Da nehmen wir eigentlich auch immer die von Dontodent Brillant Weiß Stiftung Warentest. Aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall zwei Tuben, eine auf Vorrat. Und dann haben wir noch Waschmittel gebraucht. Dann habe ich, also Persil-Waschmittel haben wir eigentlich immer. Aber, wie ihr vielleicht jetzt schon an der Packung erkennen könnt, ich zeige jetzt nur mal hier so hin. Ja, habe ich mir gedacht, kaufe ich das Sensitive jetzt einfach schon mal. Es wird für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu übertrieben oder zu früh sein. Ich bin ja erst im vierten Monat. Aber alle Sachen, die wir jetzt schon geschenkt bekommen oder auch Bezüge fürs Stillkissen und sowas, das wasche ich halt jetzt schon, damit ich das halt schon mal gewaschen habe. Oder die soll man auch manchmal mehrmals waschen. Und deswegen habe ich gedacht, fangen wir jetzt direkt damit schon an. Und das riecht eigentlich, es riecht eigentlich wie das normale Persil, nur ein bisschen milder, sage ich jetzt mal, ne? Und deswegen durfte das mit. Dann hat der Marco mich auch was gebracht und zwar, ich hab so ein bisschen Probleme mit meiner Nase ja immer und jetzt in der Schwangerschaft ist das richtig übertrieben schlimm. Also die ist immer zugeschwollen, das raubt mir nachts den Schlaf und die ist immer am Laufen. Und wenn ich hier unten auf der Couch liege und mal wieder niesen muss oder die Nase läuft, dann schicke ich Marco mir immer Tempos holen. Und dann kam er auf die Idee, so eine Box zu kaufen. Das sind auch richtige Taschentücher. 100 Stück sind da drin. Ich glaube, es kostet 95 Cent. Das ist halt hier in so einer Box. Da gibt es auch so Kosmetiktücher von. Kennt ihr sicherlich. Und die stehen dann einfach bei uns hier im Wohnzimmer auf dem Couchtisch. Und dann kann ich halt immer, wenn ich Bedarf habe, mir da eins rausziehen und die Tempos liegen hier nicht überall in der Wohnung rum. Also ziemlich praktisch und ich finde, das Design ist auch ganz süß. Ja, dann durften noch mit zwei WC-Steine und zwar von WC Frisch. Die hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Ich finde die einfach von Preis-Leistung sehr gut, also die riechen gut, die geben mir das Gefühl, dass die Toilette so ein bisschen frisch halten und für den Preis finde ich das eigentlich super in Ordnung und ich mag den Geruch einfach, es riecht so sauber. Ja, und zwei, weil wir ja zwei Toiletten haben, wie ja die, hier manche von euch wissen. Ich merke, dass ich längere Zeit kein Video gemacht habe, ich rede nämlich Quatsch. So, könnte auch an der Hitze liegen. Dann habe ich noch mitgenommen Spülmittel und auch von Denk mit und die Sorte grüner Apfel, die hatte ich das letzte Mal schon und fand ich sehr gut riechend. Deswegen durfte die auch noch mal mit. Durfte das auch noch mal mit. Dann haben wir noch
ja, Duschgel gebraucht, neues. Und dann habe ich einmal für den Marco hier von Nivea Man das Original Care. Das riecht nicht so penetrant. Also das mag weder Marco noch ich mag das. Also es darf schon männlich riechen, aber ich mag das nicht, wenn das so übertrieben, überladen, weil der benutzt auch Parfum und das reicht dann auch, benutzt auch Deo und da muss er nicht vom Duschzeug auch noch einen Duft dazu, der so überladen riecht. Ja, und deswegen durfte der mit. Und ich bin übrigens so ein Mensch, ich rieche auch im Geschäft an den Duschgels. Also ich weiß, macht ihr das auch? Könnt ihr mir gerne mal runterschreiben. Es gibt ja ganz viele, die finden das unmöglich und peinlich. Aber ich drücke das ja nicht raus. Ich rieche ja nur dran. Und das ist für mich schon wichtig, sonst könnte ich nichts kaufen. Genauso habe ich für mich dann auch ein neues Duschgel benötigt. Und ich benutze eigentlich immer die von Fah, weil ich finde, dass die sehr schön schäumen und den Geruch mag ich sehr gern. Aber irgendwie hat mich da jetzt nichts so angesprochen und dann habe ich mal hin und her ein bisschen gerochen, geschaut und bin dann letzten Endes auch auf einem Nivea-Produkt hängen geblieben. Und das ist Water Lily and Oil, also Wasserlilie und Öl. Und ich finde den Geruch auch sehr, sehr sauber, nicht zu übertrieben und ein bisschen blumig. Und ja, ich finde, das sieht auch sehr ansprechend aus, weil da sind so kleine Perlen drin, sage ich jetzt mal. Ja, und bin ich einfach mal gespannt, ob das auch schäumt, ob man, ja, ob ich damit zufrieden bin. Wir werden sehen. Ja, dann haben noch Rasierer gefehlt. Da hatte ich mir letztes Mal von Balea so einen Rasierer gekauft, wo man halt die Klingen austauschen kann. Den fand ich okay. Letzten Endes bin ich aber jetzt wieder auf die Einwegrasierer gestoßen. Also bei den Einwegrasierern, die benutze ich vielleicht 2 oder 3 Mal und dann fliegen die halt weg. Vielleicht nicht so umweltschonend, aber ja, ich habe die jetzt einfach nochmal mitgenommen. Das sind hier einfach diese 2 Klingen-Einwegrasierer, 5 Stück von Balea. Dazu hat noch Rasierschaum gefehlt. Da habe ich bis jetzt immer Markus mit benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir ist das egal, ob das dann ein bisschen nach Männerduft riecht, sage ich jetzt mal, weil ich das eh nur für die Beine oder einen anderen Bereich benutze und mich dann danach eh meistens abdusche. Aber ich habe jetzt hier von Balea einfach, das war recht günstig, Rasierschaum, empfindliche Haut. Wird wahrscheinlich wie jeder andere Rasierschaum auch seinen Sinn und Zweck erfüllen. Dann durfte auch noch mit, auch von Balea, eine Pflegecreme. Die benutze ich eigentlich immer jeden Morgen für mein Gesicht. Es werden bestimmt auch einige denken, oh mein Gott, du musst irgendwie eine Feuchtigkeitspflege oder sowieso benutzen. Nö, also ich benutze einfach so eine ganz einfache Pflegecreme, reichhaltige Pflege für Gesicht und Körper mit Shea Butter. Ja, und ich finde, die riecht gut. Marco benutzt die auch gerne. Ich finde zum Beispiel so, ich weiß nicht, kennt ihr das von BB oder Nivea Cremes? Die sind mir immer viel zu fest irgendwie so. Die sind halt nicht so geschmeidig. Und die ist halt, die mag ich wirklich sehr gerne. Ja, weiterhin durfte eine Spülung mit, Repair and Pflege von Balea. Davon habe ich auch das passende Shampoo gekauft. Das ist aber schon im Gebrauch und deswegen zeige ich euch das jetzt nicht mehr. Die kaufen wir eigentlich auch immer, diese Reihe. Dann erinnert ihr euch bestimmt an mein Labello-Desaster. Da ernte ich ja immer ziemlich viele Kommentare für. Und ich habe mich mal umgeschaut und dachte, was mache ich da? Es kann so nicht weitergehen. Und erst habe ich mir gedacht, ich werde mir selber irgendwas aus Kokosöl und oder aus Kokosfett und Mandelöl oder so selber so einen Lippenbalsam machen. Kam ich aber nicht dazu, bin ich auch zu faul im Moment. Und dann habe ich einfach mal geschaut und habe mir jetzt von Plistex, heißt es so, so einen gekauft. Und also das habe ich letzten Monat schon und ich muss sagen, ich habe mir halt so einen gekauft und der hat den kompletten Monat gehalten. Also ich habe ja vorher von diesen Balea Labellos 4 Stück im Monat, also einen pro Woche gebraucht und hier reicht mir der wirklich für einen Monat. Also ich habe jetzt 2 gekauft, der eine ist auch schon im Gebrauch, einfach weil ich wieder im Kopf Panik bekommen habe, dass ich mir dachte, oh mein Gott, wenn der leer geht und du hast keinen. Und jetzt steht hier auch drauf Bienenwachs, Jojobaöl und Aloe Vera. Für diejenigen, die sich auskennen unter euch, sagt mir mal bitte, ist das jetzt wirklich besser als ein Labello oder bin ich jetzt von den Schadstoffen noch genauso? Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil ich finde, der riecht auch gut, der fühlt sich gut an und weil der halt so ergiebig ist. Ne? Kostet halt 95 Cent und ja, vorher habe ich glaube ich 75 Kosten, die von Balea. Also habe ich 3 Euro für 4 Stück, also vom Preis ist es ja auch egal, aber
Ich bin da sehr zufrieden mit und ich bin mal gespannt, ob irgendjemand von euch mir sagen kann, ob ich damit jetzt eine bessere Wahl getroffen habe als mit meinen Labellos oder halt nicht. Ja, dann habe ich noch was gekauft und zwar ein Peeling für mich, für meinen Körper, nicht fürs Gesicht. Und das ist totes Meersalz und Ölpeeling Lemongrass Duft von Balea. Ja, dazu muss ich sagen, ich mache mir so Peeling eigentlich immer selber, einfach aus ganz normalem Salz und Olivenöl. Das mische ich halt so ein bisschen und dann, ich peele am meisten meine Beine. Ich habe sehr trockene Haut unten an den Beinen, also unterhalb vom Knie. Und so bekommt man ja alle Hautschuppen und ähnliches weg und auch so an den Oberschenkeln. Ich habe immer das Gefühl, das durchblutet alles nochmal besser und hilft halt auch gegen ja, weibliche Nebenerscheinungen wie Cellulite und ähnlichem. Ja, und ich dachte mir aber jetzt nehme ich mal was anderes, nicht mein Salz-Olivenöl-Mischung und habe mich halt hierfür entschieden. Hat glaube ich um die 2-3 Euro gekostet. Ich rieche jetzt mal gerade dran, das interessiert mich nämlich. Ja, das riecht ganz gut. Ja, und unten ist es halt so fester und innen drin ist es, also unten ist es fester und oben ist halt so ein bisschen flüssiges. Und ich denke einfach, zu dem normalen Peeling-Effekt gibt es halt auch nochmal eine bestimmte Pflege. Also ich werde es testen und euch dann ja bestimmt berichten, wie ich damit zufrieden bin. Und dann kommen wir zu den letzten Sachen. Und ja, da habe ich mich nämlich jetzt entschieden für eine Pflege für meinen Bauch, für meinen Babybauch und bin da nämlich gestoßen auf, oder was heißt gestoßen, ich habe mich entschieden für die Marke Bellybutton. Und ja, da habe ich einmal von Bellybutton die Mama Streifenlosen Body Balsam, das ist halt so eine Creme. Werde ich auch mal gerade dran riechen. Ja, es riecht super gut und dazu habe ich halt das Streifenlos Körperöl und ich habe das jetzt noch nicht in Gebrauch, weil ich habe jetzt noch nicht so einen riesen Bauch, komme auch morgen erst in die 15. Woche, werde aber bald bestimmt anfangen und ich dachte mir einfach, die Creme werde ich morgens meinen Bauch eincremen und abends darf dann der Marco mich mit dem Öl einreiben, also meinen Bauch, sonst nichts und ja, ich finde den Geruch super toll, da steht halt auch drauf, Ökotest sehr gut. Vom Preis stimmt es und ich möchte jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, weil das mache ich dann nächste Woche in meinem nächsten Schwangerschaftsupdate. Warum ich mich dafür entschieden habe und warum ich mich gegen andere Sachen entschieden habe, da werde ich dann nochmal ganz spezifisch drauf eingehen. So, das war es jetzt auch an der Stelle. Ich habe dazu noch, ich glaube, 140 Packungen Katzenfutter gekauft, so wie jeden Monat. Die habe ich jetzt nicht gezeigt, weil das interessiert, glaube ich, auch keinen. Und ja, war ein kleiner, aber feiner Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin außer Atem, mir ist warm. Ich habe das Gefühl, dass ich nur Mist erzählt habe. Aber trotzdem, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich verspreche euch, nächste Woche kommt das nächste Schwangerschaftsupdate online. Und mal schauen, ob noch das ein oder andere Video. Habt einen schönen Tag und vor allen Dingen ein schönes, sonniges Wochenende. Und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!